Hallo Leute, heute ist der 17.07.2020. Claudia hätte heute kommen sollen. Die ist aber krank. Ich habe gerade mit ihr telefoniert. Sie hat eine Grippe erwischt oder eine Verkühlung. Auf jeden Fall hilft sie sich mit Hausmitteln und Fernsehen. Ich hätte ja das Wochenende mit ihr verbracht und wir wären zu ihr gefahren oder auch bei mir geblieben oder je nachdem. Und jetzt ist sie krank, habe ich ein Wochenende frei, auch nicht schlecht. Ich wünsche ihr gute Besserung auf diesem Weg. Ich finde es sehr schade, dass sie heute krank ist. Aber besser, sie kommt nicht, damit sie mich nicht ansteckt, weil ich ja sowieso Antibiotika nehme und sehr anfällig bin. Und da ist ein gewisser Sicherheitsabstand ganz wichtig. Außerdem, was ist, wenn sie Corona hat? Aber das glauben wir nicht. Sonst gibt's nicht so viel Neues. Heute war ich bei Kerstin. Wir haben noch mal über die ganze Situation gesprochen. Mit dem Schlafen und mit den Entzündungen. Und dass mein Entzündungswert weiter steigt. Jetzt bin ich auf 23. Am Montag war ich auf 21. Und normal ist so zwischen 3 und 5 bei Rauchern. Und ja, es ist schwierig, weil man nicht genau sagen kann, was von was kommt. Es könnte ein Schub sein, der die Entzündungswerte erhöht. Es ist aber auch eindeutig eine Blasenentzündung. Und das Antibiotika hat zwar gegen das Nitrit geholfen, was in dem Keim vorkommt, den ich in der Blase habe, aber gegen die Entzündung gesamt nicht. Mein Urin sieht furchtbar aus, voll mit Blut und total verfärbt. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das Blut ist oder ob das Färbemittel von den Tabletten stammt. Weil die sind so gelb. Und die Hausärztin hat halt gesagt, sie weiß nicht genau, was von was kommt. Und dass natürlich ein Schub das auch auslösen kann. Und ich habe auch das typische Schubkreuzweh. Aber nicht so massiv, dass ich jetzt auf den Schub tippen will. Aber meine Hände sind seit Tagen etwas taub. So vom Anfassen her. Aber sonst habe ich eigentlich keine Schubsymptome. Es wäre der erste Schub ohne große Symptome. Es ist halt total schwierig. Und sie hat mir eine Überweisung für einen Urologen mitgegeben. Für einen Niedergelassenen. Der ist aber erst am Montag wieder da. Der ist momentan im Urlaub und da werden wir es Montag wieder probieren. Mein Psychiater ist auch nicht erreichbar, schon gar nicht am Freitag. Und so zieht sich da alles etwas hin, weil der auch kein Band laufen hat, wann der im Urlaub ist und so. Da hebt einfach keiner ab. Und wir vermuten, dass er momentan im Urlaub ist und im August auch. Und er nimmt sich immer 2 Monate Urlaub. Und das ist momentan alles sehr kräftezehrend und anstrengend und ja. Meine Hausärztin hat mir jetzt ein neues Schmerzmittel aufgeschrieben. Eine Mischung aus Paracetamol und irgendwas anderem. Weil ich ja auf alle möglichen Schmerzmittel allergisch bin und fast nur Morphium bekomme.
und ich aber kein Morphium nehmen möchte, weil es abhängig macht und Verstopfung macht und ich mit dem Klo gehen so oder so öfter Probleme habe und das nicht auch noch brauche. Ja, es ist irgendwie Rätselraten und das macht mich nicht sonderlich glücklich. Und recht viel mehr gibt es eigentlich nicht. Sondern er kommt am Dienstag wieder. Und mehr kann ich euch heute auch nicht erzählen. Ich bin relativ müde, aber gegen die letzten Tage noch relativ wach. Auch mein Augenlid hängt nicht so stark. Ich glaube, das hängt überhaupt im Liegen mehr. Und ich warte jetzt noch auf meinen Vater, der kommt heute nach Hause. Und dann gehe ich schlafen. Und ja, werde das Wochenende für mich verbringen. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Christoph habe ich erst in 2 Wochen wieder. Kerstin ist jetzt auch 2 Wochen in Urlaub. Ja, wäre ich am 7. wieder. 7. August. Und ob die Refluxuntersuchung gemacht werden kann oder nicht, wird sich herausstellen. Auf jeden Fall muss der Katheter gewechselt werden. Und dann wird entschieden, ob die Refluxuntersuchung gemacht wird oder nicht. Das wird man sehen. Aber sonst war's das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.